Dead Space. Nun, am Ende dieses Jahres, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht am Ende der Vorlesungsreihe, denn die geht ja im Jänner weiter, aber am Ende dieses Jahres erlaube ich mir, noch einmal zu danken, ganz offiziell zu danken, all denen, die dieser Institution MathSpace zum Leben, zum Verbreiten der Mathematik weiterhelfen. Das sind also zu nennen die Ministerien, das Bundesministerium für Bildung und Frauen, das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in aufsteigender Reihenfolge oder absteigend. Wir bekommen auch tatsächlich Unterstützung vom Bundesministerium für Finanzen. Wir werden unterstützt von der Wirtschaftskammer in Österreich und die Möglichkeit, dass Sie hier, bevor der Vortrag beginnt, sich noch einstimmen können mit einem Glas Wein, vielleicht vom Weingut Lustig aus Rohrendorf oder mit Säften von Fehlmannweinen, aber Sie bekommen die Säfte aus Falkenstein, geliefert von Café Leopold. All das macht also diese Veranstaltung möglich, aber diese Veranstaltung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist sozusagen nur die Spitze des Eisberges, und Sie wissen, der Eisberg ist viel größer, von mehr als 1000 Veranstaltungen, die im Jahr stattfinden, die wir hier organisieren im Museumsquartier. Wir ist gut, das macht meine Frau, die diese Organisation durchführt, über 1000 Veranstaltungen, wo also 60.000 Leute zu größeren oder kleineren Veranstaltungen kommen. All das gelingt hier in diesem Lande Österreich, über das wir heute sprechen, wo Mathematik jetzt vorgestellt wird, was in Österreich geschehen ist. Und Österreich, müssen wir uns jetzt ein bisschen zurückversetzen, damit wir in der Reihe beginnen, war damals, wo ich jetzt beginne zu sprechen, ein ganz anderes Land. Es war die Donaumonarchie. Es war eigentlich riesengroß. Über 40 Millionen Einwohner waren in diesem Karkanien, wie es Robert Musil nannte. Das eher dünklergelb gehaltene Land, das ist Cisleithanien, also von Wien aus gesehen diesseits der Leiter. Das sind die im Reichsrat vertretenen Kronen und Länder. Und das hellgelbere, das ist das Königreich Ungarn, das ist also K und K. Und in diesem Land war Wien die Reichshaupt- und Residenzstadt. Und ich hatte Ihnen schon im letzten Vortrag geschildert, dass um 1900 zwei Giganten das mathematische und sogar auch das physikalische Geschehen in Österreich und vor allem in Wien bestimmt hatten. Auf der einen Seite Ernst Mach links und auf der anderen Seite Ludwig Boltzmann rechts. Wobei Mach war ja reiner Physiker und Philosoph. Boltzmann war auch Philosoph, aber Boltzmann hat gehalten Vorlesungen einmal in Experimentalphysik, nächstes Semester in theoretischer Physik, nächstes Semester in Mathematik. Ja, ein wirkliches Tausendsasser. Also in jeder Hinsicht umfassend gebildet. Das waren diese beiden Giganten, an denen man sich messen konnte. Und als dritter ist hinzugekommen in das Mathematische Institut ein reiner Mathematiker, ein Zahlentheoretiker, nämlich Franz Mertens. Eigentlich in Posen geboren, der in Berlin studierte, bei Kummer, einem Zahlentheoretiker, und beim großen Kronecker, einem sehr strengen, eigentlich brauchte nicht Mathematik zu betreiben als Professor, denn er war unermesslich reich, aber hat Mathematik aus Lust und Freude betrieben. Sehr strenger Mann, ein Gegner der Mengenlehre Cantors nebenbei gesagt, ein sehr kluger Mann. Und dieser Kronecker und Kummer waren die Lehrer von Mertens, der dann später in Krakau Professor wurde, also bereits in die Monarchie gekommen ist, dann nach Graz berufen wurde. Und knapp vor 1900, 1894, in Wien, die Zahlentheorie, also die reine Theorie über die Zahlen, die Könige der Mathematik, wie es Gauss gesagt hat, vertreten hat. Also er hat jede Primzahl persönlich gekannt. Und selbst nach seiner Emeritierung im Jahr 1911 hielt er weiter Vorlesungen bis zu seinem Tod in 1927. Und diese drei hatten bestimmt dann
Das Mathematische Institut, wie es war knapp vor Beginn des Ersten Weltkrieges, während des Ersten Weltkrieges und dann danach. Und das war wieder eine Trias von Professoren, die ich Ihnen vorstellen möchte. Auf der einen Seite der in Ips geborene, Ips an der Donau geborene Wilhelm Wirtinger, der in Göttingen, sozusagen, das ist das Zentrum der Mathematik, jedenfalls im deutschsprachigen Raum gewesen, neben Paris war Göttingen das Zentrum, in Göttingen studierte bei Felix Klein und dann schon 1890 Professor in Wien wurde, zugleich auch Professor in Innsbruck, dann nach Innsbruck gegangen ist und ab 1905 wieder in Wien eine Professur innen hatte, ein Kenner aller Theta-Funktionen, für diejenigen von Ihnen, die Funktionentheorie gehört haben, vielleicht ganz im Hinterkopf wissen Sie, dass es solche Theta-Funktionen gibt. Heute kennt sie praktisch kein Mensch mehr, aber damals kannte man diese Formel der Theta-Funktionen genau. Wirtinger war also darin ein Fachmann. Wirtinger war, wie mein Lehrer Lafka immer sagte, der Letzte, der den Titel Hofrat hatte. Lafka hat das mit einem gewissen bedauerlichen Ausdruck gemeint, weil nachher hatten die Professoren immer gemeint, mit der Verleihung des Hofratstitels würde man auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Die bekam man nicht, darauf haben sie erklärt, sie wollen auch nicht mehr Hofrat sein. Also ein sehr strenger Mann, Wirtinger, und auch in seinen Vorlesungen sehr anspruchsvoll. Als Nachfolger von Mertens kam nach Wien Philipp Furtwängler, der Cousin des berühmten Dirigenten, der auch bei Klein in Göttingen studiert hatte, dann in Bonn und in Aachen Professor war und von 1912 bis 1938 in Wien eine Professur eben für die Primzahlen und für all das, was bei Primzahlen zusammenhängt, also für die Zahlentheorie, innehatte. Insbesondere war er deshalb ein interessanter Mann. Gödel, der große Gödel, hat gemeint, er hat die besten Vorlesungen gehalten, die er jemals gehört hat. Und seine Vorlesungen waren wirklich einzigartig, nämlich in dem Sinne, dass er sie vom Rollstuhl aus halten musste. Er war gelähmt, musste die Stufen zum Hörsaal von seinen Assistenten hinuntergetragen werden, wurde dann in den Hörsaal hineingerollt und der Assistent hat immer die Tafel geschrieben, was er diktiert hat. Hat immer vom Rollstuhl aus diktiert. Aber ein großartiger Vortragender. Und als Dritter, einer, der in Wien studiert hat, Hans Hahn, der dann später, wie es üblich war, nachdem er Professor geworden ist, in die Provinz geschickt wurde. Das war also in Österreich üblich, man wird nicht gleich in Wien Professor, sondern er musste in Czernowitz zunächst einmal eine Professur innehaben. Czernowitz, das war das Wien, wenn Sie so wollen, der Bukowiner. Die Bukowiner, haben Sie gesagt, wir sind die Bukowiner. Also ganz, ganz im Osten. Nebenbei gesagt, auch Schrödinger hat sich gewünscht, Schrödinger hat bei diesem Professor noch Mathematik gelernt, Schrödinger hat sich gewünscht, wenn er dann einmal fertig ist mit seinem Studium, dann wird er irgendwann einmal Professor werden, irgendwo in Czernowitz und wird dort seine Gedichte schreiben und Physik unterrichten und wird dort gleichsam einen ruhigen Tag verleben können, was nicht gelungen ist, weil dann Czernowitz, als Schrödinger fertig war, nicht mehr zu Österreich gehört hatte. Jedenfalls ist er dann ab 1921 erst Professor in Wien geworden und er wird den heutigen Abend eigentlich sehr bestimmend prägen. Aber zunächst einmal lassen Sie mich sprechen über die erste Heldin, über die ich heute sprechen möchte, die bei diesen dreien studierte, aber zunächst eigentlich nur bei Furtwängler wirklich sich zu Hause fühlte. Das war Olga Tausky. Es war damals gar nicht so üblich, dass Frauen studieren können. Das war sozusagen der erste Beginn. Der Vater von Olga Tausky, Julius David Tausky, war ein Industriechemiker und auch ein Journalist. Er hatte nur drei Töchter, also keinen Sohn, und hat also dann entschieden, diese Töchter sollten eine höhere Bildung haben. Das war damals gleichsam ganz neu. Die Frau von Julius Tausky, also die Mutter von Olga Tausky, die war nur Hausfrau, eine hochgebildete Dame, aber sie hat nicht die Möglichkeit gehabt zu studieren. Also die Idee, dass man studieren kann, dass man eine höhere Schule besuchen kann, ist damals erst aufgekommen und das wurde auch, diese Gelegenheit wurde von dem Vater ergriffen. Sie sollten also auch den Betrieb übernehmen, insbesondere Chemie studieren.
Eine der Töchter hat wirklich Chemie studiert, aber Olga Tauske hat sich der Mathematik zugehörig gefühlt. Also geboren wurde sie 1906 in Olmütz. Olmütz, das war für den Industriechemiker sehr günstig, denn das war in Mähren, Böhmen und Mähren, das war das industrielle Zentrum der damaligen Monarchie. Dann sind aber die Tauskis gezogen, noch während der Monarchie, nach Linz und Olga Tauske ist in Linz in die Schule gegangen. Linz selbst hatte keine Universität, das heißt, die Professoren der Gymnasien hatten sich gleichsam gefühlt als Träger des Wissens in dieser kleinen Stadt, im Vergleich zu Wien kleine Stadt, und hatten die junge Frau animiert, Mathematik zu studieren. Und das hat sie dann auch wirklich gemacht. Aber als sie das Studium begonnen hat, war Österreich nicht mehr so groß, sondern Österreich ist dann damals schon viel kleiner gewesen. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Nebenbei gesagt, bedeutete das auch den Verlust dieses industriellen Gebietes Böhmen und Mähren, bedeutete auch einen finanziellen Verlust der Familie Tauski. Das heißt, die junge Frau hatte gar nicht mehr diesen finanziellen Background, den sie eigentlich haben hätte können, hat sich aber dennoch durchgeschlagen und Mathematik bei Furtwängler studiert. Furtwängler hatte damals gerade, und das war Tauskes Glück, eine Vorlesung gehalten, zunächst über elementare Zahlentheorie, wo man also lernt, zunächst einmal, welche Zahlen sind durch welche Zahlen teilbar. Es gibt gewisse Zahlen, die sind nur durch 1 und sich selber teilbar, die Primzahlen. Jede Zahl lässt sich auf eindeutige Weise als Produkt von Primzahlen schreiben. Und dann geht es weiter, wie kann man Gleichungen lösen, wo es nur darauf ankommt, welche Reste bezüglich eines Moduls übrig bleiben. Und all diese Theorien wurden in der elementaren Zahlentheorie erklärt und dann ging es weiter in die algebraische Zahlentheorie. Und Tauske war so begeistert von ihm, dass sie gleich gesagt hat, hier möchte ich dissertieren. Sie müssen sich vorstellen, es war nicht nur die Möglichkeit für eine Frau zu studieren, sondern es war die Möglichkeit für alle Studenten, sofort, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, um eine Dissertation anzusuchen. Kein Bologna-Prozess, keine Bachelors und wie könnte Frau Olga Tauske ein Bachelor sein, ein Bachelor ist ein Junggeselle, sondern gleich zu dissertieren. Und das Dissertationsthema hat ihr Vorträge gegeben, weil er gerade zu dieser Zeit ein Problem gelöst hat, das der berühmte David Hilbert um 1900 aufgestellt hatte. Sogenannte Hauptidealsatz. Ich werde vielleicht ganz kurz andeuten, worum es dabei sich handelt. Und diesen Hauptidealsatz, den Hilbert vermutet hatte und der jahrelang eines Beweises harrte, diesen Beweis hatte Furtwängler zum ersten Mal erstellt. Und Olga Tauske hat diesen Beweis von Furtwängler gleich verallgemeinert und ist damit nicht nur eine Dissertantin, sondern sogar eine gewichtige Mathematikerin geworden. Nebenbei gesagt, diesen Hauptidealsatz hat Furtwängler gleichsam in Konkurrenz bewiesen mit einem anderen, der den Beweis von Furtwängler nicht übernommen, aber anders geführt hatte, eleganter geführt hatte, ebenfalls ein österreichischer Mathematiker, Emil Artin. Österreichisch in dem Hinsicht, dass er in Reichenberg, das ist also ganz im Norden von Böhmen, heute Liberec, damals sprach man nur Deutsch in Reichenberg, das war Sudetenland, dort ist er geboren, aber aufgewachsen in Wien, hat in Wien studiert. Und dieser Emil Artin, der dann später nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland sesshaft wurde, später in Hamburg Professor wurde, dann 37 wegzog nach Amerika und dann erst viel, viel später nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Hamburg zurückkehrte. Dieser Emil Artin, der Ästhet unter allen Mathematikern, der alle Beweise möglichst elegant zu führen versuchte, hatte auch diesen Hauptidealsatz auf elegante Weise bewiesen. Und Emil Artin war es auch, der von Tauske gehört hat und Tauske gesagt hat, sie möge doch gehen nach Göttingen, in das Zentrum der Mathematik im deutschsprachigen Raum, dort wo Hilbert ist. Und zur Ehre des 70. Geburtstags von Hilbert sollten die Arbeiten von Hilbert noch einmal überarbeitet werden. Dort gibt es einen berühmten Zahlbericht und dort sollte Tauske diesen Zahlbericht Hilberts in einer überarbeiteten Fassung noch einmal herausbringen. Also damit Sie eine gewisse Ahnung haben, worum es sich bei diesen Dingen handelt, will ich darüber sprechen zunächst einmal, was der Mathematiker, der Algebraiker unter einem Körper versteht.
Ein Körper ist ja im Allgemeinen, versteht man darunter, eine Figur, die dreidimensional ist und die man begreifen kann. Aber der Algebraiker versteht unter einem Körper etwas ganz etwas anderes. Der Begriff Körper, geprägt von dem Algebraiker Dedekind, kommt nämlich aus der Juristerei. Dedekind hat gesagt, ich betrachte ein mathematisches System, in dem man rechnen kann, in dem man addieren kann. Man kann bilden von zwei Elementen die Summe, a plus b, in dem man subtrahieren kann. Man kann bilden von zwei Elementen die Differenz, a minus b, in dem man multiplizieren kann. Man kann bilden von zwei Elementen das Produkt a mal b und in dem man sogar dividieren kann. Man kann bilden von zwei Elementen den Quotienten a dividiert durch b, allerdings darf der b nicht 0 sein. Und wenn all diese Gesetze des Rechnens gelten, die man sich von Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division erhofft, wenn alle Gesetze gelten, dann ist das ein System wie eine Art Corpus Juris. Dedekind kam nämlich von der Juristerei her. Ein Corpus Juris ist gleichsam ein Gesetzeswerk. Und aus dem Wort Corpus Juris ist dann dieser Begriff Körper erwachsen. Also ein Körper ist jetzt nichts Geometrisches, sondern ein Körper ist einfach ein System, in dem alle Rechengesetze, die man sich erwartet, auch gelten. Dass man Klammern setzen kann bei Additionen und Multiplikationen, so wie man möchte, dass es ein distributives, ein Verteilungsgesetz gibt. Also wenn man eine Summe mit einer Zahl multipliziert, muss man jeden Summanden mit der Zahl multiplizieren und danach addieren. Und ähnliche Gesetze. All diese Gesetze sollen gelten. Und der bekannteste Körper, den man hat, ist der Körper aller Bruchzahlen. Ja? Alle Bruchzahlen, also alle rationalen Zahlen, wie man sie nennt, die bilden so einen Körper. Das ist 0 drinnen, 1 ist drinnen, wenn 1 drinnen ist, ist auch 2, 3, 4, 5, also alle Summen müssen drinnen sein, auch die Negativen müssen drinnen sein, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Aber es sind auch die gebrochenen Zahlen drinnen, ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, zwei Drittel, all das ist drinnen in diesem Körper. Und in diesem Körper rechnet man in der Schule im Allgemeinen. Und oft sagen die Kinder, das Ergebnis ist jetzt 0,33333333 periodisch, eigentlich ein Drittel, aber gerne schreibt man 0, und da viele Dreier. Und da sagen die Kinder ganz gerne, das ist nicht schön. Ja. Nicht bei den Prüfungsarbeiten, Frau Professor, Herr Professor, kommen schöne Zahlen heraus? Nicht? Das ist immer die Frage. Die schönen Zahlen, also nicht alle Zahlen in einem Körper sind schöne Zahlen. Und das ist der Begriff des Ideals. Im Ideal sind nur, wenn Sie so wollen, die schönen Zahlen drinnen. Also bei einem Ideal kann man addieren und subtrahieren und multiplizieren, aber das Dividieren eher nicht. Also das Ideal sind sozusagen die schönen Zahlen, die sich in einem Körper aufhalten. Und wie sind solche Ideale strukturiert? Also die ganzen Zahlen zum Beispiel bilden ein Ideal im Bereich der rationalen Zahlen. Aber es müssen nicht nur die rationalen Zahlen sein, es müssen nicht nur die ganzen Zahlen sein, es können auch andere ganz eigenartige Elemente sein. Aber immer fragt man sich nach der Struktur. Wie sind die strukturiert? Und diese Struktur wird bestimmt dann von Algebraikern und der Hauptidealsatz, den Artin und Furtwängler bewiesen haben, der legt zum Beispiel die Struktur von solchen Idealen in Körpern fest. Soweit möchte ich nur eine kleine Andeutung geben, damit Sie den Begriff Hauptidealsatz irgendwie mit einer kleinen Vorstellung verbinden. Jedenfalls, Olgatowski beschäftigt sich mit dieser Algebra, kommt aber mehr von der Zahlentheorie, sie möchte immer rechnen. Es gibt auch die reinen Algebraiker, die nur auf Strukturen blicken. Und sie lernt eine derartige Algebraikerin in Göttingen kennen, nämlich die berühmte Mathematikerin Emmy Noether. Und Emmy Noether und Olgatowski ergänzen sich bei der Herausgabe des Zahlberichts von Hilbert aufs Beste. Es dauert dabei einige Zeit, bis dieser Zahlbericht wirklich in einer revidierten Fassung herauskommt. Da ist Hilbert schon längst 70 Jahre alt geworden, bis es fertiggestellt war. Als Hilbert 70 Jahre alt war, hat man ihm ein Buch gegeben mit lauter leeren Seiten und gesagt, es wird dann schon kommen. Ja. Olgatowski ist dann Emmy Noether nachgefolgt. Emmy Noether musste 33 von Göttingen weg, nicht nur, weil sie Jüdin war, sondern auch, weil sie Kommunistin war, also das ging alles nicht.
und ging dann in die Nähe von Princeton. Princeton hat es nicht aufgenommen, aber es gab ein College in Princeton, in dem sie sich zurückziehen konnte. Und in dieses College, in das Bryn Mawr College, ist auch Olga Tausky dann gezogen und hat dort in Amerika zunächst gelebt. Dann ist sie nach England gegangen, hat dort ihren Mann kennengelernt, Mr. Todd, einen Ian. Und dann sind sie wieder nach Amerika zurückgegangen. Todd war auch ein Mathematiker, ein Numeriker. Olga Tausky hat sich dann beschäftigt mit den sogenannten Matrizen, ganz eigenartigen Gebilden, die auch so Rechengesetze erfüllen. Manche vielleicht nicht so ganz so wie bei den Zahlen. Also bei den Zahlen gilt, dass A mal B das gleiche ist wie B mal A, das sogenannte kommutative Gesetz. Man merkt sich das ja am besten so, dass man sagt, beim kommutativen Gesetz ist es egal, ob ich beim Tee zuerst Milch hineingebe und dann Zucker oder ich zuerst Zucker hineingebe und dann Milch. Das ist kommutativ. Bei den Matrizen stimmt das aber nicht so. Da gilt das kommutative Gesetz nicht. Das kommt ja auch vor. Es ist nämlich nicht egal, ob ich zuerst den Tee trinke und dann Zucker hineingebe oder ob ich zuerst den Zucker hineingebe und dann den Tee trinke. Also normalerweise ist das kommutative Gesetz nicht erfüllt, nur bei ganz speziellen Körpern ist es erfüllt. Wie dem auch sei, diese Matrizenrechnung hat dann Olga Tausky weiterbetrieben bis ins hohe Alter hinein. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht so erzählen, sondern ich wollte wieder zurückkehren dazu, dass Olga Tausky nach ihrem Aufenthalt in Göttingen wiederum zurückgekehrt ist nach Wien, in das viel kleiner gewordene Österreich. Und in dem viel kleiner gewordenen Österreich, wo sie nach Wien an die Universität gekommen ist, dem verarmten Österreich nebenbei gesagt, da lernt sie zum ersten Mal kennen die Vorlesungen von Hans Hahn und ist von ihnen beeindruckt, weil Hans Hahn in seinen Vorlesungen, die er an der Universität Wien gehalten hat, immer auf das Grundsätzliche, auf das Fundament des Denkens, auch des mathematischen Denkens zu sprechen gekommen ist. Das hat Hahn bereits gemacht, als er 21 an die Universität gekommen ist. Schon damals hat er diese Vorlesungen gehalten. Und ich will Ihnen gleichsam eine Vorlesung von Hahn, die wirklich sehr einfach ist, aber Sie werden gleich sehen, sie führt wirklich weit hinein in die Moderne, so eine Art Vorlesung von Hahn kurz vorstellen. Also Sie müssen sich vorstellen, eine Tafel, und Hahn steht vor der Tafel und sagt dem Publikum im Seminarraum: Meine Damen und Herren, wir wollen uns fragen, was ist denn das? Eine Kurve. Was ist eine Kurve? Man weiß doch immer, was eine Kurve ist, nicht? Man würde sagen, na klarerweise, so schaut eine Kurve halt aus. Das ist eine typische Kurve. Ja. Aber, sagt Hahn, Sie sehen zwar ein Beispiel hier einer Kurve, aber damit habe ich noch nicht definiert, was eine Kurve ist. Indem ich ein Beispiel hinschreibe, weiß ich noch nicht, wo beginnt eine Kurve und wo endet der Begriff der Kurve. Ich will eine Definition von Kurve haben. Und da stellt sich heraus, das ist gar nicht so leicht zu definieren. Definieren, nicht? Da kommt das Wort finis vor, lateinisch die Grenze. Ich begrenze ab, ich möchte wissen, was innerhalb des Bereiches lebt, wo man sagt, das ist eine Kurve, und was nicht mehr Kurve ist. Ist zum Beispiel, fragt Hahn, dieser gerade Strich eine Kurve? Ein Taxifahrer würde sagen, das ist keine Kurve, weil da tue ich das Lenkrad nicht bewegen, nicht? Wo bin ich da in einer Kurve? Aber, sagt Hahn, wir sind ja Mathematiker, wir sind ja keine Taxifahrer. Und wenn ich jetzt hier an diesen geraden Strich anhefte einen Halbkreisbogen, ja, dann würden Sie sagen, dieser Haken ist natürlich eine Kurve. Ja, aber wenn dieser Haken eine Kurve ist, dann müsste ja der gerade Strich davor, der Teil ist, auch eine Kurve sein. Also lassen wir die geraden Linien auch als Kurven zu. Wobei vielleicht irgendein Student dann, oder eine Studentin, es gab auch Studentinnen damals schon, sogar im Jahre 21, eine von diesen Studentinnen hat Hahn dann geheiratet, das war die Schwester von einem seiner Freunde, aufzeigt und sagt, ja, aber was ist, wenn ich nur einen Punkt betrachte von diesem Haken? Ist der Punkt allein auch eine Kurve? Nein, eher doch nicht. Oder wenn ich nur einen Teil des Striches betrachte und einen Teil des Halbkreisbogens, sind diese beiden Teile zusammen eine Kurve? Nein, eigentlich auch nicht. Ja, es muss irgendwie schon zusammenhängen und mehr als aus nur einem Punkt bestehen. Ja.
Also es ist nicht ganz einfach zu verstehen, was eine Kurve ist. Oder ist das eine Kurve? Wenn Sie sagen, ja, das ist ja nur ein Rechteck, aber ist ein Rechteck eine Kurve mit diesen Ecken? Eine Kurve, da klingt so das Kurvige, nicht, dass man sich so bewegt, nicht, dass man so um die Ecke fährt. Aber andererseits, nicht, wenn Sie darunter betrachten, so ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, ja, dann würden Sie schon sagen, dass es eine Kurve ist. Ja, aber was ist, wenn die Krümmungskreise dieser Rundungen immer kleiner und kleineren Radius besitzen, sodass man gar nicht mehr merkt, dass es ein Kreisel ist, sodass man spürt nur mehr, dass es ein Eckerl sein könnte? Ja, da muss ich ja sozusagen das, was ein Eck hat, auch eine Kurve nennen. Also es ist eine Kurve kann gerade sein, eine Kurve kann sogar Ecken haben. Ja, sagt Hahn, ja, dann könnte zum Beispiel so etwas auch eine Kurve sein. Das ist auch eine Kurve. Wo beginnt der Begriff Kurve und wo endet er? Ja. Und das war dann die Frage, die in dem Seminar gestellt wurde. Nebenbei gesagt, einer der Studenten Hans, der das gehört hatte, damals ganz jung, war damals im zweiten Semester, war ganz begeistert, ist sofort zum Professor gegangen und hat gesagt, ich glaube, ich habe eine gute Definition. Und Hans hat ihm sofort gesagt, Sie werden gleich bei mir dissertieren können. Also so ist es damals gegangen. Ein gewisser Karl Menger war das. Also unglaublich. Und dabei könnten Sie sagen, naja, das ist esoterisches Gerede. Aber so esoterisch ist das gar nicht. Denn solche Zickzackkurven, meine sehr verehrten Damen und Herren, die kennen Sie. Die werden immer dargestellt, wenn die Leute kommen und sagen, so verdienen Sie Ihr Geld. Ja? Das sind so die Charts, wie man das nennt. Ja? Wo es bergauf und bergab geht. Also hier habe ich aufgetragen, so die Börsenkurse von irgendeiner Firma, ich kenne nicht, weiß nicht welche, sagen wir vom Jahr 1871 bis zum Jahr 1921. Und da geht es auf und ab, da gibt es einen Börsenkrach und dann gibt es also wiederum die Gründerzeit und die Leute investieren wie verrückt und dann wird Bosnien annektiert und da gibt es die Krise und dann geht es wieder bergauf. Also ein reines Zickzack hin und her. Ja, aber das ist eine sehr eigenartige Kurve, diese Börsenkursenkurve. Denn schauen Sie, wenn ich da herausnehme, nur so einen Teil, den Teil, der von 1916 bis 1921 geht, dann würde der vergrößert ja eigentlich nur so aussehen, aber er sieht in Wirklichkeit nicht so aus. Denn von 1916 bis 1921, da geht es nämlich auch zickzack, auf und ab, auf und ab, auf und ab. Das wurde halt in der Vergrößerung von 1871 bis 1921 nicht erblickt, aber wenn man es vergrößert, in der Verkleinerung nicht erblickt, aber wenn man es vergrößert, dann sieht man es. Und wenn Sie betrachten den Zeitraum von 1921, Beginn des Jahres, bis zum 24. März, sagen wir, von 1921, dann schaut das vielleicht so aus. Aber in Wirklichkeit endet das Auf und Ab überhaupt nicht. Auch da gibt es immer wieder ein Auf und Ab und ein Auf und Ab. Und selbst wenn man die Zeit betrachtet, sagen wir, vom 24.3. bis zum 24. oder 29.2. glaube ich, habe ich geschrieben, bis zum 4.3. oder ist egal, für welchen Zeitraum. Also nur ein paar Tage. Schaut das in Wirklichkeit nicht so aus, dass man da einfach nur so Striche hat, sondern das Auf und Ab und das Auf und Ab bleibt immer noch bestehen. Ein ewiges Auf und Ab. Jetzt können Sie fragen, wie lang ist denn diese Kurve in Wirklichkeit? Ja, da darf man nicht messen, von 1871 bis 1921 nur diese Streckenlängen. Sondern Sie müssen ja bedenken, dass dazwischen immer ein Auf und Ab existiert. Da müssen Sie diese kleinen Auf und Abs, diese Längen auch mit einmessen. Ja, aber wo hören die auf? Ja, die hören nie auf. Und tatsächlich ist um diese Zeit herum von einem Franzosen, Bachelier, die Idee entwickelt worden, dass Börsenkurse wirklich solche Kurven darstellen, solche eigenartigen Kurven, wo es kein Ende gibt, das Auf und Ab. Und zur selben Zeit, auch so um 1905 herum, hatten Einstein als Patentbeamter in Bern und ein in Wien lehrender Physiker, Smoluchowski, hatten gesagt, wir können verstehen, wie kleine Partikelchen, also Staubpartikelchen, Pollenkörner eigentlich waren es, die auf Wasser sind, die bewegen sich auch immer so hin und her. Und dieses Hin- und Herbewegen ist auch so eine Kurve.
einfach nur so eine Zitterbewegung. Diese Kurven beschreiben in Wirklichkeit ja nichts anderes als die Bewegung eines Betrunkenen, der von Grenzing nach Hause möchte. Ja? Und er bewegt sich immer hin und her. Und Sie wissen im nächsten Augenblick nicht, ob er jetzt nach rechts oder nach links geht. Genauso ist es bei der Börse. Ja? Also die Bewegung der Kurse auf der Börse ist nichts anderes als die Bewegung eines sternhagelvoll Besoffenen, der von Grenzing nach Hause möchte. Das ist die Idee. Das ist etwas ganz was Neues gewesen damals. Denn früher hat man geglaubt, es läuft alles glatt. Alles läuft glatt. Also die anfängliche Physik war, dass man alles auf glatten Kurven, wie beim Violinschlüssel, beschreiben könnte. Aber jetzt kommt diese Idee, es läuft nicht glatt, es läuft zackig hin und her. Es kommt der Zufall mit hinein. Das war damals ganz neu. Und der Ursprung dieser Gedanken war auch in Wien. Und der war auch bei Hans Hahn. Das war seine große Leistung. Und er hat gesagt, ich sammle um mich herum Leute, die mich in meinen Fragen, meinen fundamentalen Fragen, zum Beispiel was eine Kurve ist, auch verstehen. Hahn war ja stark beeinflusst auf der einen Seite von Mach, den strengen Physiker, der nur das Experiment, das Beobachtbare zählen lässt, und auf der anderen Seite von Boltzmann, den genauen Experimentator, aber auch Theoretiker und Mathematiker, der die statistische Physik entwickelte. Und diese beiden Säulen, die dann ihn gleichsam während des Studiums begleitet hatten, diesen wollte er nacheifern, in seinem Bemühen, die Mathematik von einer fundamentalen, von einer philosophischen Seite aus zu betrachten. Und hat um sich herum geschaut, Freunde, die mit ihm dieselben Ideen entwickeln wollten. Wir wollen die Dinge so sehen, dass wir sie betrachten wie ein richtiger, ein echter Naturwissenschaftler, nur durch das Experiment, so wie es Mach wollte, also gleichsam die Fortsetzung der Mach'schen Philosophie. Alles, was nicht beobachtet, alles, was nicht empirisch nachvollzogen werden kann, alles, was nicht mit mathematischer Sicherheit beschrieben werden kann, soll hinausgeworfen werden. Was bleibt dann übrig? Was bleibt dann übrig? Und all das, was dann übrig bleibt, ist dann gleichsam das Fundamentum in concussum, das Allersicherste, was wir haben, worauf wir uns stützen können. Und das wollen wir erforschen. Und um ihn herum gesammelt hat sich zunächst einmal ein Kollege, der zugleich auch sein Schwager war, Otto Neurath, ein Nationalökonom. Und dann hat Hahn die Gelegenheit gehabt, an der Philosophischen Fakultät, im Philosophischen Institut, bei einer Berufung eines neuen Professors mitzuwirken. Und er hat gesagt, ich möchte einen Professor haben, der nicht von der Hegelschen Seite herkommt, der nicht von der idealistischen Seite herkommt, sondern einen, der eher von der Physik herkommt. Ich nehme einen Philosophen, der auch gleichzeitig Physik studiert hat. Und hat gewusst, es gibt einen ehemaligen Schüler von Planck, Moritz Schlick. Und dieser Moritz Schlick wurde auch berufen, tatsächlich durch die Intervention von Hahn, nach Paris, um einen philosophischen Lehrstuhl innezuhaben. Und dieses Trio, Hahn, Neurath und Schlick, bildeten den innersten Zirkel einer Bewegung, die sich zunächst einmal die Mach'sche Gruppe genannt hat, nach Ernst Mach benannt, und dann sich genannt hat, den Wiener Kreis. Der Wiener Kreis. Wiener Kreis ist ein guter Name. Es ist also nicht nur ein Zirkel von philosophisch interessierten Wissenschaftlern, sondern die Idee des Kreises ist, wir sind alle gleichwertig, weil wir alle vom Mittelpunkt gleich weit entfernt sind. Und diesem Wiener Kreis angeschlossen hatten sich dann viele Philosophen, die in Wien gelebt hatten, der Physiker und ein Freund von Einstein, Philipp Frank. Dann kam Rudolf Carnap dazu, ein Sprachanalytiker und Philosoph. Oder es kam dazu Herbert Feigl, ein Chemiker, auch ein Philosoph. Und sie alle bemühten sich, die Philosophie so weit von der Metaphysik zu entkleiden, dass nur mehr das Empirische und das Mathematische übrig bleibt. Die Mathematik ist ein Fundament und die Empirie, dass ich
Protokollsätze formulieren kann, die sicher gelten. Es war immer nur die Frage, was ist jetzt wirklich der letztgültige Protokollsatz? Und darüber stritten sie die ganze Zeit. Und viele, viele andere kamen in diesen philosophischen Zirkel mit hinein. Ich will jetzt nicht alle Namen nennen, nur zwei weitere, die Studenten von Hahn waren und die aufgenommen wurden als Mithörer bei diesem Wiener Kreis. Man traf sich immer am Donnerstagabend in einem kleinen Hörsaal in der Boltzmanngasse, also Strudloffgasse, Boltzmanngasse, Beringerstraße, gibt es ein großes graues Gebäude. Damals war dort das Institut für Mathematik, die physikalischen Institute, die chemischen Institute. Es gab auch ein meteorologisches Institut dort, jedenfalls einen Hörsaal für Meteorologie. Und in diesem kleinen Hörsaal für Meteorologie am Donnerstagabend hat sich der Wiener Kreis getroffen und man hat erörtert. Erörtert Philosophie im Sinne von Mach. Und eingeladen wurden zuzuhören auch die Studenten von Hahn, die Besten, die er hatte. Auf der einen Seite Kurt Gödel, der sehr fleißig immer zugehört hat und nie ein Wort sagte, weil er im Innersten an die Philosophie des Wiener Kreises nicht glaubte. Aber er hat sich nicht geäußert, er hat immer nur zugehört. Und auf der anderen Seite wurde eingeladen der andere brillante Schüler von Hans Hahn, Karl Menger, von dem ich Ihnen erzählte, berühmt geworden durch eine Dimensionstheorie, die er entwickelte. Menger hat erklärt, was die Dimension von irgendwelchen ganz komplizierten Mengen ist. Die Dimension einer Kurve sollte zum Beispiel 1 sein, die Dimension einer Fläche sollte 2 sein, die Dimension eines Körpers, aber jetzt im geometrischen Sinn, sollte 3 sein. Aber es gibt ja ganz eigenartige Körper, es gibt ganz eigenartige Kurven. Wie man diese Dimensionen genau fasst, darüber hat Menger dissertiert, ist dann nach Holland gegangen, zu einem berühmten Dimensionstheoretiker, einem holländischen Mathematiker Brauer, und dann wieder nach Wien zurückgekehrt, Professor für Geometrie geworden, und er durfte auch beim Wiener Kreis zuhören. Und eigentlich hat man sich beim Wiener Kreis plötzlich gestürzt auf das Werk eines Philosophen, von dem man gesagt hat, das mag vielleicht das Zentrum unserer ganzen Überlegungen darstellen. Also der Mittelpunkt des Wiener Kreises war ein Philosoph, ein höchst eigenartiger Philosoph, der es stets abgelehnt hatte, dem Wiener Kreis beizuwohnen. Und dieser eigenartige Philosoph, der einen Tractatus Logico Philosophicus geschrieben hat, der im Wiener Kreis jahrelang besprochen wurde, diskutiert wurde, dieser eigenartige Philosoph, das war Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, Sohn des Karl Wittgenstein, aber nicht der einzige, es war eine große Familie, die Karl Wittgenstein hatte viele Söhne und Töchter. Karl Wittgenstein, unfassbar reich, der österreichische Krupp, eigentlich reich geworden, dadurch, dass er Stahlmagnat geworden ist. Er hat zunächst einmal in Niederösterreich und dann in Böhmen Stahlwerke betreut und wurde dann selbst Besitzer und Generaldirektor dieser Stahlwerke. Unglaublich reich. Und die Wittgenstein-Familie hat sie in Wien residiert. Der Sohn sollte Ingenieur werden, hat auch Ingenieurwesen studiert. Und als dann der Weltkrieg begann, der Erste Weltkrieg, wurde er eingezogen. Und Wittgenstein hat sich immer schon für Philosophie interessiert. Und in diesen Wirren des Krieges hat Wittgenstein dieses eigenartige kleine Buch verfasst, den Tractatus Logico Philosophicus. Und nachdem er dieses Buch verfasst hatte, hatte Wittgenstein gesagt, jetzt habe ich alles geschrieben, was man in der Philosophie überhaupt sagen kann. Alles andere kann man vergessen. Ich schreibe das erste, letzte und einzige Philosophiebuch. Ein junger Mann, nicht? Also der hat so doch eine gewisse, wie soll ich sagen, Forschheit in sich. Nebenbei gesagt, es war sehr schwer, das Buch herauszubringen, obwohl die Familie Wittgenstein unfassbar reich war, aber der Ludwig hatte selbst kein Geld. Er hat das ganze Geld, das er besitzen könnte aus dem Erbe, wollte er nicht haben, wollte er nicht angreifen. Das Buch ist erst später herausgekommen, in den 20er Jahren, weil ein Engländer, Bertrand Russell, das Buch gelesen hat und gesagt hat, in dem Buch steckt wirklich Interessantes drinnen. Ganz verstehe ich es nicht, aber man muss es herausbringen. Ja. Und Russell hat das Buch, die erste Ausgabe war sowohl deutsch als auch englisch, herausgebracht. Es wurde dem Wiener Kreis vorgestellt. Und im Wiener Kreis wurde entschieden, man spricht über dieses Buch, über diesen Tractatus Logico Philosophicus. Höchstwahrscheinlich hat man sich deshalb dazu entschlossen, weil das Buch nämlich in mathematischer Klarheit aufgebaut war. Es besteht aus 7 Sätzen, 7 Hauptkapiteln und jedes
Kapitel hat eine Nummer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann wird dieser Satz durch den Satz 1, 1, 1, 2, 1, 3 und so weiter, 2, 1, 2, 2, 2, 3 erklärt und da gibt es noch Untersätze und Untersätze, also rein mathematisch genau aufgegliedert und das hat schon von der Form her sehr inspirierend gewirkt. Obwohl die Leute des Wiener Kreises nicht ganz genau gewusst hatten, was in dem Buch alles verborgen ist. Aber sie wollten es studieren. Sie meinten, da steckt wirklich alles drinnen, was Philosophie zu sagen hat. Und ich will Ihnen diese sieben Sätze auch vorsagen, die in diesem Buch stehen. Der erste Satz ist, die Welt ist alles, was der Fall ist. Also damit beginnt ein richtiges philosophisches Werk. So ein kurzer Satz. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Der zweite Satz, was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten. Jetzt kann man schon darüber diskutieren, was meint er denn damit. Aber es geht noch weiter. Nummer drei, das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke. Der vierte Satz, der Gedanke ist der sinnvolle Satz. Der fünfte, der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. Wahrheitsfunktion, da fangen die Mathematiker schon an, strahlende Augen zu bekommen, also da muss was dahinter sein. Der Elementarsatz ist eine Wahrheitsfunktion seiner selbst. Dann kommt der sechste Satz, ganz dunkel. Die allgemeine Form, falsch geschrieben, aber er hat es richtig geschrieben, die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist, und dann kommt eine Formel, eckige Klammer, p quer, xi quer, n von xi quer, eckige Klammer zu. Und das wird dann natürlich dann erörtert, aber auch geheimnisvoll, was das bedeuten soll. Dies ist die allgemeine, diesmal richtig geschrieben, Form des Satzes. Und dann kommt der siebte Satz, der berühmte siebte Satz des Traktatus, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Nebenbei gesagt, da gibt es dann kein Unterkapitel mehr. Damit hört das Buch auch auf. Und Wittgenstein hat gesagt, mit diesem Buch habe ich alles gesagt, was man sagen kann. Und nachdem er erklärt hat, damit habe ich alles gesagt, was man sagen kann, hat er beschlossen, keine Philosophie mehr zu betreiben, nichts mehr. Er wollte auch nicht mehr den Reichtum haben, den seine Anverwandten hatten. Er hat das ganze Geld, das er erben sollte, hat er verschenkt. Als er beim Notar war und dieses Geld verschenkt hat, hat der Notar ihn angefleht und hat gesagt, sie begehen finanziellen Selbstmord. Hat Wittgenstein gesagt, das mache ich bewusst, will ich nicht, ich will kein Geld haben. Er hat das Geld verschenkt. Er hat es nicht den Armen verschenkt, sondern hat seiner Verwandtschaft geschenkt. Weil er hat gesagt, wenn ich es den Armen gebe, werden die korrupt. Meine Verwandten sind es schon. Und dann hat er beschlossen, er wird Gärtner. Ja, Gärtner ist gut. Oder er wird Lehrer. Er wird Lehrer. Aber nicht in Wien. Er wird Lehrer in den entferntesten Gegenden, so südlich von Wien, die halt gerade noch in Österreich sind, in Buchberg am Schneeberg, in Trattenbach, in Ottertal, so 80 Kilometer südlich von Wien, wo die Füchse einander gute Nacht sagen. Und dort hat er als Volksschullehrer gedient. Dort hat er sein zweites Buch geschrieben. Es gibt nur zwei Bücher von ihm, die er selbst geschrieben und herausgegeben hatte. Das andere, was man von ihm herausgegeben hat, ist erst posthum erschienen. Und dieses zweite Buch war ein Wörterbuch für Volksschüler. Sehr süß geschrieben, wo er geschrieben hat, also welche Sprache müssen die Volksschüler beherrschen. Ja? Er war als Lehrer sehr bemüht. Also ich habe hier gefunden ein Zeugnis, ein Volksschulzeugnis, wo Wittgenstein also brav in seiner Schrift das ausgefüllt hat, aus Ottertal. Also der Religionslehrer war ein anderer, aber er sonst hat also da die Zeugnisnoten gegeben, gut, genügend, gut. Es gab kein Befriedigendes, es gab also von genügend ging es gleich hinauf zu gut. Ja. Er war ein sehr strenger Lehrer. Die Kinder, ich habe das selber noch gehört, das hat man noch gezeigt, die in der Volksschule von Wittgenstein traktiert wurden, die waren ganz arm, sie waren in Wirklichkeit Bauernkinder und die Eltern wollten immer haben, dass die Kinder bald von der Schule nach Hause kommen, weil sie mussten am Hof arbeiten. Und sie haben immer dem Lehrer gesagt, Herr Lehrer, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause. Und Wittgenstein hat gesagt, du kannst jetzt nicht nach Hause gehen, ich habe dir noch etwas zu erklären. Ja, also er war da unerbittlich und wenn sie nach Hause gehen wollten, hat er die Kinder geschlagen. Ja, das war damals ja auch üblich, Lehrer war Wittgenstein war unleidlich als Lehrer. Aber er wollte ihnen unbedingt alles beibringen, was er wusste, soweit es ging. Er hat auch seinem englischen Freund, der war ja früher in England, hat ja Russell kennengelernt,
Seinen englischen Freund hat er eine Postkarte geschrieben, wo er fest durchgestrichen hat, dass es eine Sommerfrische wäre, Ottertal, sondern nur hingeschrieben hat, wo seine Schule ist. This is my school. My school steht da. Ja. Und da sehen Sie ihn in der Schar der Kinder, lauter Buben. Ja. Und ganz rechts ist der Herr Lehrer Wittgenstein. Einmal hat er ein Mädchen so stark geschlagen, dass sie so schwer verletzt war, dass der Direktor ihm erklärt hat, also lieber Herr Wittgenstein, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Und da hat Wittgenstein etwas gemacht, was er bis zu seinem Lebensende bereut hat. Er hat gesagt, ich habe die gar nicht geschlagen. Also nicht, dass er sie geschlagen hätte, hat er bereut, sondern dass er den Direktor angelogen hat, diesen inferioren Direktor, er Wittgenstein. Ja, er musste lügen, das war für ihn. Und dann hat er den Schuldienst quittiert. Aber natürlich nicht Philosoph geworden, sondern hat er gesagt, meine Schwester, da habe ich gehört, braucht ein Haus und ich bin doch befreundet mit dem Loos und ich verehre den Loos so sehr und ich baue ein Haus im Stile des Adolf Loos und hat für sie entworfen ein Haus. Ein Haus. Für die Schwester unendlich reich. Sie brauchte auch viel Zeit, bis sie endlich das Haus beziehen konnte, denn Wittgenstein hat das auf Millimeter genau nicht nur geplant, sondern immer kontrolliert. Alles musste wirklich Millimeter genau stimmen. Der Architekt, mit dem er zusammengearbeitet hat, der hat mehrere Nervenzusammenbrüche bekommen, denn Wittgenstein ist immer gekommen und hat gesagt, nein, das muss wieder geändert werden. Die Innenräume wurden von ihm genauestens vorbereitet. Das Haus existiert noch, es ist in der Kundmanngasse, hinter dem großen Gebäude der Sozialversicherungsträger. Und Wittgenstein war also versessen darauf, dass jeder Heizkörper, jede Türschnalle genau so konstruiert sind, wie er es wollte. Als endlich dann die Gleichenfeier war, ist er hineingegangen in das Haus und hat gesagt, nein, dieser Plafond gehört noch 5 Zentimeter hinaufgesetzt. Und das musste man dann machen, sonst wäre er nicht zufrieden gewesen. Er hat dann, wie er später in England war, einmal Lotto gespielt. Weil er hat sich gesagt, wenn ich bei diesem Lottospiel gewinne, dann werde ich ein WC-Fenster in dem Haus noch ein bisschen umsetzen. Das gehört noch umgesetzt. Er hat aber nicht gewonnen. Und die Leute vom Wiener Kreis sind gekommen zu Wittgenstein, als er wieder in Wien war, und haben gesagt, Wittgenstein, wir besprechen Ihr Buch, kommen Sie zu uns. Und Wittgenstein hat gesagt, ich will mit Hahn und der ganzen Bande nichts zu tun haben. Will ich nicht. Die Klick um Hahn herum interessiert ihn nicht. Ich habe alles gesagt, Sie können es im Buch nachlesen, lassen Sie mich in Frieden. Aber es ergab sich ein Glück. Hahn hatte nämlich gehalten in Wien sogenannte volkstümliche Universitätsvorträge, hat eingeladen die Großen der Wissenschaft im großen Hörsaal für Mathematik des Mathematischen Instituts. Die Leute sind gekommen und haben sich die Vorträge angehört von den wirklich Großen, von Heisenberg, von Einstein, wie sie alle geheißen haben. Auch in Wien, Hans Thiering, der Freund von Einstein, hat Vorträge gehalten, Hahn selbst. Und die Leute waren begeistert davon. Die haben dafür gezahlt, dass sie das hören konnten. Das Geld, das eingenommen wurde, hat Karl Menger verwaltet. Und Karl Menger hat mit diesem Geld, das da eingenommen wurde, einerseits finanziert eine Büste von Boltzmann auf seinem Grab. Ich habe Ihnen beim letzten Vortrag diese Büste gezeigt. Und andererseits hat er finanziert die Bezahlung der Olga Tausky, die damals Assistentin im Mathematischen Institut war. Also das war natürlich ein sehr kleines Gehalt, das sie bekommen hat, aber man hat versucht, sie irgendwie über Wasser zu halten. Es war ja damals keine besonders reiche Zeit. Aber die Leute sind trotzdem gekommen und wollten sich das unbedingt anhören. Und Menger selbst, der schon bei den Vorträgen des Hans Hahn gleichsam der Finanzverwalter gewesen ist, der sich nicht mehr so richtig dem Wiener Kreis zugehörig gefühlt hat, der hat gesagt, ich bin nicht ein Mitglied des Wiener Kreises, sondern ich bin ihm nur nahestehend. Hans Hahn hat selbst eingeführt, sogenannte mathematische Kolloquia, wo also große Mathematiker aus dem Ausland eingeladen worden sind, um zu sprechen. Und einmal hat es Menger zustande gebracht, seinen ehemaligen väterlichen Kollegen Brauer aus Holland einzuladen. Und Brauer, das war auch einer, der Mathematik von der philosophischen Seite her betrachtet hat. Eine sehr eigenartige, sehr strenge, für die Mathematiker fast unzugängliche, aber Brauer hat fest an sie geglaubt, Philosophie der Mathematik. Und da ist es zufälligerweise, die Schwester Wittgensteins hat Wittgenstein dazu überreden können, dem Wiener Kreis gelungen, Wittgenstein darauf aufmerksam zu machen, dass Brauer kommen wird. Und Wittgenstein hat gesagt,
Ja, bei dem Vortrag von Brauer, da werde ich vielleicht kommen. Ja. Und sie haben gewartet knapp vor dem Vortrag. Das war, glaube ich, der 10. März 1928, am Gang des Mathematischen Institutes. Die Leute sind schon im Zeichensaal drinnen gewesen. Ob vielleicht Wittgenstein kommt und nicht, Hahn und Menger draußen vor dem Eingangstor. Und dann plötzlich ist Wittgenstein erschienen. In der Pose des Tolstoi, asketisch, ist er gekommen. Hahn war ganz begeistert, bietet Wittgenstein einen Ehrenplatz an. Wittgenstein verneint, er möchte sich nur hinsetzen in die fünfte Reihe. Und dann hören Sie Brauer, wie er spricht und was er da erzählt. Über die Zahlen, wie es zu den Zahlen überhaupt kommt. In Wirklichkeit, dass mit zwei alles beginnt. Eins und zwei, die sogenannte Two-Oneness, die Zwei-Einheit. Und dann beginnt das Zehn und das geht weiter bis ins Unendliche. Und wie es sich verzweigt, das sind dann diese Zweige, die Brauer da gezeichnet hat. Und der Vortrag muss faszinierend gewesen sein. Jedenfalls, Wittgenstein war begeistert, ist sogar nach dem Vortrag zum nachfolgenden Café, wo sich die Leute vom Wiener Kreis getroffen hat, mitgegangen und hat entschieden, er betreibt wieder Philosophie. Ist uns aber dann aus Österreich entschwunden, ist nach England gegangen, nach Cambridge. Und im selben Vortrag war auch Kurt Gödel, der mit Wittgenstein nichts, wirklich gar nichts gemein hatte. Ein Antipode. Sie haben einander von Herzen verachtet. Und Kurt Gödel hat diesen Vortrag gehört und war begeistert und hat damit begonnen, seinen berühmten Unvollständigkeitssatz im Kopf zu entwickeln. Also dieser brauerische Vortrag war gleichsam ein Kulminationspunkt damals des Wiener Kreises. Und Wien war damals wirklich Zentrum der Welt, geistiges Zentrum der Welt. Und dann passiert das Riesenunglück, also das Land war ohnedies verarmt, dass der Wiener Kreis zusammenbricht. Hans Hahn selbst wird am Magen operiert und stirbt bei der Operation. Und dann das Allerschrecklichste, im Jahr 1936 wird der philosophische Mentor des Wiener Kreises, Moritz Schlick, an der Philosophenstiege ermordet von einem seiner Dissertanten, einem Herrn Nelböck, aus Gründen, die noch immer nicht ganz genau geklärt sind. Und das war gleichsam das Fanal, das Zeichen dafür, dass diese Glanzzeit Wiens zu Ende geht. Zu Ende geht. Und es beginnt die dunkelste Periode der Geschichte Österreichs. Und sie ziehen alle weg. Alle Mitglieder des Wiener Kreises, die noch gelebt haben, sie ziehen weg. Und Gödel zieht weg, erst ganz spät, in den 40er Jahren. Und Menger zieht weg, wäre gern wieder nach Wien zurückgekommen, aber ist dann in Chicago geblieben. Sie ziehen alle weg. Alle sind sie fort. Die Professur von Hahn wurde gar nicht mehr nachbesetzt. Alle sind sie weg. Und damit beginnt eine verheerende Zeit. Und über diese verheerende Zeit möchte ich heute noch nicht sprechen, sondern das wird dann das Thema sein, dann im Jänner, von der verheerenden Zeit eher weniger, weil da war einfach Vakuum, die Leere, mit Doppel-E. Und dann erst nach der verheerenden Zeit, hat sich dann diese Mathematik in Österreich wieder erholen können. Und wie sich diese Mathematik in Österreich wieder erholen konnte und wieder zum Blühen gebracht werden konnte, das soll dann im Jänner das letzte und nächste Kapitel dieser Vortragsreihe sein, wo wir zeigen, dass wieder neue Impulse in Österreich, in ganz Österreich, nicht nur in Wien, sondern auch in Graz und in Innsbruck, gesetzt werden konnten. Und darüber möchte ich Ihnen dann beim nächsten Mal erzählen. Und ich hoffe, Sie werden wieder dabei sein. Und jetzt bitte ich Sie noch zu bedenken, wiederum die vielen Logos, wem wir das alles zu verdanken haben, nicht nur dem Medspace, sondern auch den Förderern, auch der Organisatorin. Und ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen gute Tage bis zum nächsten Jahr. Und ich hoffe, dass wir einander im nächsten Jahr wiedersehen werden. Und Sie werden sehen, wir gehen dann in eine glänzende Zukunft hinein, in eine glänzende Zukunft, an der wir sogar jetzt noch ein bisschen
teilhaben und die wir weiter verfolgen können. Aber bis dorthin gehen wir gar nicht, sondern ich möchte nur den Anfang dieser Zukunft beschreiben, denn das Weitere, das werde ich vielleicht irgendwann einmal anders erzählen, denn MedSpace hat ja noch immer kein Ende. In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke.